Ist ja merkwürdig. Ach ja, ach ja, ach ja. Da vorne war es ziemlich hoch. Muss mal gucken, ob ich hier irgendwie mal, ob es eine Chance gibt, da irgendwie ranzukommen. Okay. Da geht es auch nicht lang. Okay, hier ist noch ein Stützpunkt. Aber ich komme da nicht ran. Ich komme hier nicht ran. Ja. Mist, 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 Mist. Mist, 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 Mist. Doch, jetzt komme ich ran. Okay. Hier war noch ein Weg. Ich bin denn nur irgendwie feinsäuberlich umgangen. Hier ist doch noch etwas. So. So, jetzt gehe ich nochmal auf die Karte. Ich wusste es. Doch, das war dieser Stützpunkt, den ich jetzt... Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das sieht aus wie so eine antike Maschine. Motivational posters were banned from ZenaWorks following a lengthy discussion at the annual company retreat 3 years ago. This poster is technically contraband. Oh Mann, oh Mann. Schade, dass das alles so heruntergekommen ist. Ach Mensch, aber das nehme ich gerne mit. Aber ich schaue mich trotzdem nochmal sorgfältig hier um. Ich möchte nicht die Hälfte echt vergessen. Danke. Die zwei. Kann ich hier irgendwas scannen, was irgendwas irgendwie aus... Oh, hier ist alles außerirdisch. Das ist ein totaler Blödsinn. Gibt es hier irgendwie ein Eingangstor? Oder sowas ähnliches. Hier führen auch noch irgendwelche Lichter lang. So, ich guck mal, wenn ich jetzt hier reingehe, ob ich nicht hier irgendwie mit so einem Schild begrüßt werde. Außenposten 0, okay. Dann werden wir jetzt mal eine Boje setzen. Bojenname. Außenposten 0. Haben wir das schon mal. Wir haben keine Karte gefunden. Nichts. Hier.
ich gehe jetzt mal hier lang und ich kann ja immer noch zurückgehen. Ich weiß ja nicht, was jetzt nun der richtige Weg ist, ob das jetzt nun der ist. Ich bin ja irgendwie nur eine. Ich habe mich ja irgendwie reingeschlichen. Über Umwegen. Genau. Ich wäre normalerweise durch dieses Wasserloch gekommen. Okay, das ist ja vereist hier. Unten drunter bewegt sich trotzdem das Wasser. Also muss man aufpassen, dass das Eis ja nicht einbricht. So, speichern. Ich habe leider keine Karte gefunden, was schade ist. Ich kann nochmal reingehen und nochmal trotzdem nochmal sicherheitshalber schauen. Ob es eventuell doch nicht noch eine Karte von dieser Welt gibt. Nee. Nee, nee, nee. Ich schau lieber sicherheitshalber nach. Und außerdem mal hier so ein komischer grüner Stein. Hatten wir schon, okay. Okay, dann gehe ich jetzt hier lang. Die Karte ist nicht da. Ich weiß jetzt nicht, wohin mich das hier führt. Aber irgendwo wird mich das schon hinführen. Diese komischen Laternen stehen ja nicht ohne Grund da. So. Oh, mysteriös blau. Es leuchtet alles so kunterbunt. Krass. Krass, krass, das leuchtet. Was ist das denn? Eigentlich wollte ich jetzt ausmachen. Speichern. Ich schaue mir das mal von oben an. Das sind Konsolen, an denen ich nichts machen kann, wa? Naja, ich bin ja kein Rodney McKay. Oder kein Colonel Carter. Aber wir haben ein zweites Tor gefunden. Wenn es angeht. Es scheint irgendwas nicht zu funktionieren. Ich glaube, das Ding ist defekt. Ich glaube, das Ding ist defekt. Okay. Gute Frage, was muss man jetzt hier machen? Angeht es nicht. Okay. Das müsste auch automatisch angehen, oder?
Ja, ich mache erstmal hier, ach ja, habe ich jetzt hier eine Boje reingemacht aus Teleporter 2. Oder so ähnlich. Nö. Merkwürdig. Warum das Ding nicht angeht, wundert mich gerade. Wir haben so viele Steinchen. Das müsste eigentlich funktionieren. Das müsste eigentlich funktionieren bei den ganzen Dingern, die da dran sind. Wir haben hier einen Stützpunkt und ich weiß jetzt nicht, diesen Stützpunkt habe ich ja schon bezeichnet. Kann ich fahren? Nö. Was haben hier ein Auto? Ja, die eine Boje ist ja hier schon angemeldet, da vorne ist sie, genau. Es gibt auf jeden Fall noch ein weiteres Teleportationsmittel. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Erstmal speichern. Das werde ich allerdings in der nächsten Folge rausfinden. Ja, bis dann, noch viel Spaß und tschüss.